Leon Portmann und ich fahre Downhill Skateboard. Downhill Skateboarden ist eine Gruppe von Leuten oder auch eine einzelne Person, die einfach so schnell wie möglich oder so schön wie möglich einen Berg runterfahren will. Grundsätzlich kann man sie Downhill und Freeride unterteilen. Beim Freeriden tut man vielleicht mehrmals so ein paar Sachen ausprobieren, vielleicht probieren schön fahren oder irgendwie keine Ahnung, Neues ausprobieren, nicht unbedingt auf Geschwindigkeit. Und beim Downhill geht es dann halt wirklich darum, möglichst schnell, oder? Der Unterschied zu einem traditionellen Skateboard ist sicher mal die Grösse und die Dicke. Ich arbeite bei Fibertech als Shaper. Also ich laminiere und shape Bretter. Wenn man ein Downhillboard macht, ist es sehr wichtig, dass sich es nicht beugt. Und es sollte keine Torsion haben. Es muss steif sein. Und es sollte sicher auch verheben. Das klingt logisch, aber wenn du irgendwie ein extrem weiches Holz nimmst, dann geht das Brett ziemlich sicher ziemlich schnell auseinander. Der Moment, wo jemand beschließt, anfangen Downhill. Ich nehme an, ein grosser Punkt ist, du findest einfach, es sieht gut aus. Also weißt du, du schaust ein Video und denkst, wow, ich will das auch können. Ich hatte einen Mitstudent und der hat mich zu einem Film oben im Rollladen eingeladen. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, was man überhaupt machen kann mit einem Longboard. Und ich so, wow, das will ich! Und dann habe ich gefunden, eben zu ihm so, ja, du, ich glaube, du musst mir ein Brett geben. Und dann hat es angefangen. Und ja. Ich heiße Olivia, bin meine Freizeit bei meinem Downhill-Skater. Wieso man das machen sollte, ist noch eine gute Frage. Für mich persönlich, ich würde sagen, es ist so der einzige Moment, wo ich wirklich abstellen kann, wo ich einfach nicht denken und machen kann. Das Geilste ist einfach so der Moment, wenn man so auf der Straße ist und einfach so nichts anderes denkt und einfach so die Straße, das Brett und einfach so einfach Vollgas gibt. Ich bin Benjamin Hill, bin 15, tue seit 2 Jahren Downhill Skaten. Wir sind am Skaten in Graubünden und es war eine neue Straße, recht schwierig zu fahren. Dann haben wir einen Filmrun gemacht und ich habe gedacht, jetzt muss ich halt Vollgas geben. Und dann, ich habe mich eigentlich noch nicht wahnsinnig sicher gefühlt auf dieser Straße und habe mich dann in der einen Kurve ein bisschen überschätzt und bin weggerutscht und dann blöd mich an der Leitplanke abgestützt. Ich bin froh, dass ich mich abgestützt habe. Die Leitplanke war nicht so hoch, sie hat mich irgendwie am Kopf angeschlagen oder so. Ich glaube, ich habe recht Glück gehabt. Ich habe mich recht gut gesaved. Dabei hatte. Er war schon ein paar Wochen in der Schweiz und wir sind viel mit ihm skaten. Er war ein sehr guter Skater. Was eigentlich passiert ist, ist, dass er auf der falschen Seite gefahren ist. Und in der Kurve bist du auch ein bisschen tiefer unten, also du stehst nicht. Und dann triffst du halt das Auto. Genau auf dieser Höhe, oder? Einfach hier. Ja, zuerst waren wir 10 Minuten, bis die Rettungskräfte gekommen sind. An dieser Stelle, wow, Schweiz, ey, super, wirklich, es ist so schnell gegangen. Wir waren in den Bergen, oder? Und dann ist der Tod festgestellt worden vom Jose und dann sind dann Polizisten gekommen. Wir sind dort noch ein bisschen gehockt und das ist eine komische Stimmung gewesen. Das ist eigentlich so ein bisschen, das ist passiert, ja.
Ich habe allgemein beim Downhill-Skaten immer eigentlich Schutzkleidung an, vor allem also Helm und Handschuhe ist eigentlich das Wichtigste. Wir sind alle stark bemüht, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Wir fahren mit Walkie-Talkies, fahren, wir fahren manchmal die Strasse einfach absperren, so für einmal runterfahren. Also so Sachen, halt, die das Risiko minimiert. Ich würde sicher noch mal dort runterfahren und auch einen Filmrun machen. Aber ich glaube, für ein anderes Mal würde ich sicher die Strasse zuerst noch ein bisschen besser kennenlernen. Keine Ahnung, es war gar keine Option zum Aufhören eigentlich. Es ist so ein cooler Sport, es macht so viel Spass, es ist so viele Emotionen dabei. Auch wenn du mit Freunden fährst, es ist eigentlich ein Teamsport und das ist so viel, das gibt dir so viel. Also es sind ganz viele Faktoren, die so ein Aufhören, ein Skaten gar nicht in Frage stellen. Genau.